Zum dritten Mal lud Alko Möbel zum Frühlingsfest nach Brand Erbesdorf und nach Freiberg auf den Heuersteig ein. Das Frühlingsfest ist verbunden mit einem Bauernmarkt und dem verkaufsoffenen Sonntag bei Alko. Herzlich willkommen zum Frühlingsfest bei Alko Möbel. Es lohnt sich wirklich. Viele, viele Attraktionen sind in den letzten Wochen hier vorbereitet worden und es tobt wirklich gute Stimmung. Hinter uns natürlich eine ganz besondere Attraktion. Wir sammeln Kilometer für den guten Zweck. Es gibt einen halben Euro für jeden gefahrenen Kilometer und der geht dann an den Verein Helfende Hände e.V. in Oederan. Mit dabei das Sportstudio aus Oederan. Dort können Sie natürlich trainieren. Nicht nur das, heute mit unseren Kilometern für gutes Geld, für eine gute Sache. Also seien Sie herzlich willkommen, lassen Sie sich schmecken. Der Foodtruck ist mit dabei, die Bäckereien, alles regional. Den musikalischen Auftakt machte die Schalmeienkapelle aus Bad Gottleuba. Wie schon erwähnt, wurde zum Frühlingsfest für einen guten Zweck geradelt. Ja, wir sind heute hier beim Frühlingsfest von Alko Möbel, um halt für einen guten Zweck zu radeln. Speziell für das Hospiz in Oederan, dem Verein Begleitende Hände, haben 6 Räder mit dabei. Hoffen, dass wir pro Rad und Stunde 20 Kilometer schaffen, also 120 Kilometer, was dann 60 Euro sozusagen in der Stunde wären als Spende. Wenn wir sehen, von 11 bis 16 Uhr, 5 Stunden, dürften gute 300 Euro für einen Verein zusammenkommen. Für einen guten Zweck, ich denke mal, ist eine gute Sache. Jeder Kilometer zählt. Insgesamt wurden 620 Kilometer geradelt. 310 Euro sind damit zusammengekommen. Und Alko verdoppelte diesen Betrag auf 620 Euro und spendete diesen dem Hospizverein Begleitende Hände. Zum verkaufsoffenen Sonntag konnten die Besucher auch einige Schnäppchen bei Alko Möbel machen. Möbelverkauf ist bei Alko Möbel eine Familientradition. Mit generationsübergreifenden Erfahrungen im Möbel- und Einrichtungssegment beraten wir Sie im persönlichen Umgang und stellen Ihnen maßgeschneiderte Finanzierungsprogramme für die Wunscheinrichtung zurecht. Einrichtungen fürs Esszimmer, für Wohnzimmer oder Schlafzimmer, vom Babyzimmer bis zum Büro, verteilen sich auf eine Verkaufsfläche von rund 10.000 Quadratmeter im Wohncenter in Freiberg. Das Alko Möbelhaus gehört durch die hohe Qualität und die große Auswahl an Möbeln zu den größten familiengeführten Möbelhäusern in Sachsen. Möbel schreibt man einfach so, A und L und C und O. Für die Kinder gab es viele Attraktionen. Ponyreiten, Seildrehen und die Feuerwehr war mit vor Ort. Im Festzelt sorgten die Breitenauer Musikanten am Nachmittag für Stimmung. Die Organisatoren des Frühlingsfestes waren mit dem Fest zufrieden. Eine Bombenstimmung hier bei Alko Möbel in Freiberg, ein Frühlingsfest, wie man sich's nur erträumen kann. Ab und zu schillert auch die Sonne hervor und ja, ein, ich sag mal so, strahlender und zufriedener Geschäftsführer. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden. Die Resonanz ist sehr groß. Unser dritter Bauern- und Handwerkermarkt und Frühlingsfest ist ein großer Erfolg. Da gab es ja einiges vorzubereiten in den letzten Wochen und die Mühe hat sich gelohnt. Das kann man wirklich so sagen. Es ist eine super Stimmung. Ja, Dankeschön. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns jetzt schon wieder auf das nächste Jahr. Dankeschön. Möge sich das Wetter im nächsten Jahr von einer freundlicheren Seite zeigen.